Herzogin Meghans teure Kleider, Fans finden, sie übertreibt. Die Fans finden, dass Meghan Markle, 36, bescheidener sein könnte. Die frischgebackene Herzogin von Sussex ließ sich ihre exklusive Garderobe in den vergangenen Monaten einiges kosten, ganze 861.590 Euro soll die Frau von Prinz Harry, 33, seit der Verlobung im November bis heute insgesamt für ihre Dieselkleider ausgegeben haben. Die Promi-Flass-Leser haben nun entschieden, dass es damit etwas übertrieben hat. In einer Umfrage, ob diese Ausgaben für eine Royal angemessen oder doch zu ausschweifend waren, sind die Fans sich jedenfalls sicher. Von insgesamt 3302 Stimmen, Stand 0407.2018, hätten sich ganze 77,7%, 2566 Stimmen, mehr Bescheidenheit von gewünscht. Die Promi-Flass-Leser meinen, dass es günstigere Kleider auch getan hätten. So wie das Polo-Dress von Herzogin Kate, 36, das sie neulich für ein Event auswählte. Das Schnechen der Marke Zara kosteten nur 45 Euro. Die restlichen 22,3%, 732 Stimmen, fanden die hohen Ausgaben für ihre Outfits in Ordnung. Schließlich sorgten vor allem ihre zwei Hochzeitskleider für diese stolze Summe, für die Diesel erhoben von Givenchy und Stermkartner gab ganze 513.090 Euro aus.